Nun Ansgar Heveling für die Fraktion der CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Immerhin wissen wir jetzt schon seit gut 14 Stunden, welches Anliegen die Grünen unter der Überschrift keine Vorratsdatenspeicherung über den Umweg Europa bewegt. Lange haben sie uns im Unklaren gelassen, was sie auf dem Umweg über Europa nicht wollen. Aber die viele Zeit für die Formulierung des Antrags, die sich die Grünen gelassen haben, hat offensichtlich nicht gereicht, um einen ausgewogenen und vollständigen Antrag vorzulegen. Zwar wird Bezug auf eine Bundestagsdrucksache aus dem Jahr 2004 genommen, aber dann bleibt es zwischen 2004 und 2006 in dem Antragstext doch merkwürdig lückenhaft. Sollte das Zufall sein, oder hat es etwas damit zu tun, dass die Grünen bis 2005 in der Regierung waren? Oder gar damit, dass in dieser Zeit in Europa die wesentlichen Entscheidungen zur Vorratsdatenspeicherung getroffen wurden? Unter tatkräftiger Mitwirkung einer rot-grünen Bundesregierung. Gerne helfe ich auch Ihrer Erinnerung auf die Sprünge. Es ist interessant, sich die Entwicklung um das Jahr 2005 genauer anzusehen. Und die Reaktion zeigt, dass es offensichtlich trifft. Denn wenn man die Geschichte der Vorratsdatenspeicherung sich anschaut, trifft man auf ein Phänomen. Ich nenne es mal das Chamäleon-Phänomen. Beim Blick zurück stößt man nicht nur auf eine rot-grüne Bundesregierung, nein, man stützt auch auf einen Bundesinnenminister, der mal grün war, irgendwann zu den Roten wechselte, um dann in einer rot-grünen Bundesregierung den schwarzen Sheriff zu geben. Und es war dieser rot-grüne, grün-rote Innenminister Schilly, der genau das mitinitiiert hat, was die Grünen nun mit dem Antrag keine Vorratsdatenspeicherung über den Umweg Europa so vehement von sich weisen wollen. Ich darf dazu einmal aus der Süddeutschen Zeitung vom 13. Mai 2005 zitieren, kurz vor der Implosion der letzten rot-grünen Bundesregierung. Ich zitiere: Über den Umweg Brüssel, das passt ja wie die Faust aufs Auge, über den Umweg Brüssel will Otto Schilly seine im vergangenen Jahr auf Bundesebene abgelehnten Pläne zur Vorratsdatenspeicherung nun doch noch durchsetzen. Und weiter, dabei gehe es darum, einen Rahmenbeschluss für die Europäische Union vorzubereiten, der den Behörden im Kampf gegen den Terror und Kriminalität helfen soll. Lassen wir uns das doch einmal auf der Zunge zergehen. Und das ist die Wahrheit. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Wieland? Danke, es reicht schon, dass wir uns über den Antrag unterhalten müssen. Und ich möchte doch jetzt diesen schönen Gedanken weiter fortführen. Denn vor allem, wo war damals der Aufschrei der Grünen? Wo war der Antrag damals? Warum haben die Grünen nicht am 24. Februar 2005 beantragt, keine Vorratsdatenspeicherung über den Umweg Europa? Warum nicht damals? Die Süddeutsche Zeitung hätte Ihnen doch mit dieser passenden Formulierung eine Steilvorlage geliefert. Aber nein, Sie haben geschwiegen. Wären die Grünen doch besser auch heute kleinlaut geblieben. Denn es ist unredlich, was Sie heute machen. Es ist Heldentum nach Ladenschluss, nichts anderes. Und es soll schamhaft vergessen machen, dass damals die entscheidenden Weichen durch Rot-Grün selbst gestellt wurden. Nochmals im Klartext. Die Innen- und Justizminister der EU haben damals eifrig einen Rahmenbeschluss zur Vorratsdatenspeicherung vorbereitet. Einen Rahmenbeschluss, der tiefere Eingriffe in die Grundrechte vorsehen sollte als die schließlich erlassene Richtlinie. Und mittendrin, nein, vorneweg, ein Innenminister Schilly. Und erst als ein Rahmenbeschluss an der Einstimmigkeit zu scheitern drohte, da wurde umgeschwenkt. Wir sehen also schon, das Fundament des Antrags ist rissig. Es ist vor allem auf Selbsttäuschung und Unglaubwürdigkeit aufgebaut. Und es wird nicht besser mit dem Antrag. Es ist schon abenteuerlich, das Bundesverfassungsgericht zum Kronzeugen für einen Antrag zu machen, auf europäischer Ebene nun loszulegen und die Richtlinie aufzuheben. Denn das Bundesverfassungsgericht hat ja gerade nicht die Notwendigkeit gesehen, einen Umweg über Europa zu machen. Daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Klar und deutlich wird dargestellt, dass die anstehenden Fragen bezüglich der Vorratsdatenspeicherung auf der Ebene des nationalen Rechts zu beantworten sind und auch dort gelöst werden können. Dementsprechend hat sich das Bundesverfassungsgericht ja wohl auch bewusst entschieden, den Europäischen Gerichtshof nicht einzuschalten und entschieden, dass es keine Fragen gibt, die dem EuGH vorzulegen sind. Und insofern ist zumindest die Überschrift des Antrags gar nicht so falsch. Denn wenn das Bundesverfassungsgericht keinen Umweg über Europa braucht, dann brauchen wir das allemal auch nicht. Das europäische Recht steht und wir brauchen Europa an dieser Stelle überhaupt gar nicht zu strapazieren. Es gibt eine geltende Richtlinie,
bei der es im Übrigen für den Europäischen Gerichtshof keinen Anlass zur Beanstandung gegeben hat. Damit haben wir eine europarechtliche Grundlage. Sie gilt nach wie vor. Wir werden uns daher mit dem Thema Vorratsdatenspeicherung auch deshalb weiter befassen, weil es nach wie vor die Verpflichtung gibt, die europäische Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Diesem Handlungsauftrag können und werden wir uns nicht entziehen. Hierbei ist zu bemerken, dass die Richtlinie ohne Zweifel dem nationalen Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum einräumt. Diesen Spielraum werden wir ausfüllen. Hierzu ist es zunächst erforderlich, sich genau anzusehen, welche Anforderungen an eine verfassungsfeste Regelung der Vorratsdatenspeicherung zu stellen sind. Und es ist festzuhalten, dass das Bundesverfassungsgericht die Speicherung und Nutzung von Vorratsdaten nicht schlechterdings untersagt hat. Im Gegenteil, es zieht sich wie ein roter Faden durch das Urteil, dass grundsätzlich eine grundrechtsgerechte Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung möglich ist. Nun geht es also darum, sorgfältig und natürlich unter Berücksichtigung der grundgesetzlichen und grundrechtlichen Anforderungen eine neue gesetzliche Ausgestaltung für die Vorratsdatenspeicherung zu entwickeln. Dementsprechend ist die gebotene Sorgfalt der entscheidende Maßstab auch für den Zeitplan. Und diese notwendige Sorgfalt wird auch ausreichend Raum geben, positiv weiter über den Sinn der Vorratsdatenspeicherung zu debattieren. Ja, ich habe die Hoffnung, dass dieser Raum auch dazu dienen kann, Fehlentwicklungen der Debatten, ich betone der Debatten, nicht in der Sache, Fehlentwicklungen der Debatten zur Vorratsspeicherung aufzuräumen, deren Wurzeln auch ganz am Anfang der Diskussion liegen und die wiederum eng verknüpft sind mit dem Auftreten und dem Vorgehen der damaligen rot-grünen Bundesregierung. Damals ist das Thema virulent geworden, damals sind die grundlegenden Entscheidungen auf europäischer Ebene getroffen worden. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung war nicht Endpunkt einer Diskussion, im Gegenteil, es ist der Auftakt für eine neue Debatte anhand der durch das Urteil formulierten Kriterien für die Zulässigkeit der Vorratsdatenspeicherung. Eine Zulässigkeit, hinter der im Kern steht, dem Staat effektive Möglichkeiten zur Verfolgung schwerer Straftaten in die Hand zu geben. Und auch die aktuellen Fälle zeigen die Notwendigkeit dazu. Diesen Weg werden wir gehen, und da brauchen wir keine Umwege über Europa. Wir gehen den geraden Weg, hier in diesem Parlament mit dieser Regierungskoalition, und wir werden gemeinsam unsere Schlüsse aus dem Verfassungsgerichtsurteil ziehen, und wir werden gemeinsam dazu unsere Vorschläge unterbreiten. Da bin ich sicher. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus